Dieselöl. Das war hier. So, der Dieselgenerator. Wahrscheinlich erstmal Schlauch mit Kanister. Mit so einem Schlauch könnte ich Benzin abzapfen. Fehlt nur noch das Benzin. Mach Sachen. Okay, Dieselgenerator, haben wir hier den Tank einzeln? Nö, dann hau ich mal einfach so dran. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. So, adäquates Gefäß haben wir zum Glück dabei. Ist das hier die Pisse? Nee. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. So, okay, dann haben wir jetzt das Dieselöl. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum... Ja, wissen wir ja. Okay. Und bevor wir hier noch was machen können, ich glaube, ich könnte auf Babygol umschalten, aber wir brauchen ja vorher noch einen Eimer mit Wasser, wo die drin steht als Blitzableiter. Zurück nach Portafisco. Und jetzt ab in den Eingang und dann können wir doch theoretisch, können wir das doch selbst machen, ne? Da brauchen wir die anderen nicht für. Tank. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Da bin ich gespannt. Erstmal Tank schließen. So viel Zeit muss sein. Und wo schaltet man den ein? Da. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Einer meiner Gesundsmäume. Ich muss mal kurz was gucken, ihr Säcke. Alter. Dafür gibt's aber Schelle, das wisst ihr, ne? Alter. Das ist ja unfassbar. Alter, hab ich ja gar keine Worte mehr für. Die kleine Nebenrolle, ich verstehe. Weide, wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Ach, Weiden können wir vielleicht fürs Gewitter nehmen. Da können wir ja Gold vielleicht behängen damit. Alter, wie ekelhaft einfach. Oh, eine Schleuse. Das probieren wir auch gleich mal aus. Wo haben sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Hey, Janosch. Ah, Ruvus, Totem Organon und so. Wusste der eigentlich noch? Ach, guck mal, wir müssen ja noch die ganze Zeit, wir müssen noch alles fragen. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wie Erfolg haben. T-Shirts mit lustigem Aufdruck. Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gackdonne. Nie gehört. Da kenne ich einen. Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich wascht, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Bitcha auch sehr lecker. Die Bitcha war lecker? Die Bitch war lecker. So Torpedodelfinen. Fragen wir mal nach den Torpedodelfinen. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst. Sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Bitcha zu bestellen. Aber an wen? Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Shobomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Kriegen wir die feuerfesten Sohlen? Die hätte ich schon gern. An wen hast du die Torpedo-Ausrüstung noch gleich verkauft? An den Shobomat. Gerade noch rechtzeitig vor Ladenschluss.
Oh nein, der hat zu? Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Igiligit. Aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume aus. Alter, ich werde alt bei diesem Spiel. Ich gehe dann mal Tauchboote jagen. Du das, viva la Revolution. Ah, der Gestank, ey. Ich fahre nach Hamburg und schlag alle weg. Ja, so, ich gehe hier mal raus aus dem ekligen Windtunnel. Hat der eigentlich noch was zu vermelden? Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Wow, was ich ja gerade für eine männliche Stimme auf meinen Kopfhörern habe. Unheimlich. So, aber der kann noch gar nichts hier machen. Das heißt... Ach, wir brauchen ja immer noch den Schuh zum Fressen. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ja, schon, aber das sehe ich anders. So, warte, ich gehe mal hier zum Kudder. Und dann gucken wir mal, ob wir in den Gadget-Shop nochmal reinkommen. Ich glaube ja nicht, der ist ja geschlossen. Was ist das hier eigentlich? Wieso kann man das anklicken? So, ich düse mal zum schwimmenden Schwarzmarkt. Setz die Segel, lass die Leine los, mach die Beiboote klar. Hallo. Huch. Nein. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie anlügen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden sie unter derselben Selbstüberschätzung wie ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen sie mit ihm, was sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Haben sie einfach mal den Seagull erschossen. Obwohl es ja nicht ewig schad drum ist, muss man ja sagen. Die Karte ist kaputt. Oh nein, und wir kommen hier natürlich nicht mehr weg. Wir können nur noch diesen Screen hier betreten. Hatte mich schon gefragt, ob sie jetzt alle Screens so eingefärbt haben. Aber jetzt ist natürlich eleganter gelöst. Der Angler ist aber trotzdem noch da. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Aha. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheuchst du die Fische. Aha. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Keine Angst? Das stimmt ja gar nicht. Wenn du keine Angst hast, warum Angst du nicht weiter? Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Aber warum antwortest du denn dann? Du bist offenbar schon an einem Zwiegespräch interessiert, mein Freund. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du.
Das kann gar nicht sein, sonst würdest du nämlich nicht antworten, wenn ich was sage. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Er fängt Stiefel? Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Aber wir brauchen doch einen Stiefel. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Oh, doch, das schaffen wir schon. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht, solange du hier stehst. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha! Da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Ich wollte gerade nur das Inventar runterscrollen, verdammt. Na du? Verschwinde. Ach komm schon. Angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich. Große, kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist. Verdammt, was machen wir denn? Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ja, aber ich will ja auch einen. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha! Da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. La 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 la. Wir bleiben einfach stehen. Wir bleiben einfach stehen. Wir bleiben einfach stehen. Muss das wirklich sein, Rufus? Ja. Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Wir bleiben einfach stehen, wir bleiben einfach stehen, wir bleiben einfach stehen, einfach stehen, wir bleiben... Komm schon, Rufus, mir ist kalt. Niemals. Wir bleiben einfach stehen, wir bleiben einfach stehen, ja, wir bleiben stehen und jeder kann es sehen, wir bleiben einfach Bitte, stehen. Bitte, Rufus, ich friere, lass uns gehen. Hörst du, die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Friere, friere, Kuscheltiere, kauf dir lieber eine Niere. La 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 la, wir bleiben einfach stehen, wir bleiben einfach stehen. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Wir bleiben einfach stehen, wir bleiben einfach stehen. Wir können uns nicht im Kreise drehen, wir bleiben einfach stehen. Stehen, 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 stehen. Ich geh dir auf den Sack, stehen, 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 stehen. Tschüss, bitte. Okay, okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Alter, die ist doch, das ist doch die Krawall-Goal. Warum ist sie so feinfühlig bei einer Erkältung? Sowas Luschiges. Komm, wir gehen zum Gadget-Shop. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Was? Die Tür war fest verschlossen. Oh. Ich probier mal, sie aufzustoßen.
Die Tür war fest verschlossen. Oh. Ich kann jetzt ja selber nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kaufe mir einen Wunderzossen, aber das geht ja gar nicht, weil der Rufus sagt... Ich probiere mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Oh, das ist ja geil. Das finde ich ja cool. Oh, die Tür war fest verschlossen. Das feiere ich jetzt. Ach, schön. Oh, warte, was ist das denn? Na nü? Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Katzenklappe! Katzenklappe, Mauscursor, los hier, aktiviere die Katzenklappe. Ich kann überall zum Gadget-Shop, nur nicht mit der Katzenklappe. Ich muss also Katzenfutter finden, um die Katze da rauszulocken, damit wir durch die Katzenklappe können. Okay. Oh, die Tür war fest verschlossen. Ach, schön. Ich freue mich gerade wie ein Schneekönig.